Diese Sendung widmet Ihnen die BIWAG Unternehmensgruppe. Kühlen ist ein heißes Thema. In kaum einem Energiebereich sind die Zuwachsraten so hoch wie bei der Kühlung von Gebäuden. Vor allem in modernen Gebäuden mit großen Glasfassaden, hinter denen sich die Hitze regelrecht staut, ist der Energiebedarf durch die Klimatisierung beträchtlich. Aber ist ein Haus gut gedämmt, muss es nicht nur im Winter weniger beheizt werden. Es muss im Sommer auch weniger gekühlt werden. Ein gut isoliertes Gebäude kann beispielsweise mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung gekühlt werden. Eine Alternative für Gebäude mit relativ geringem Kühlbedarf ist die sogenannte passive Kühlung durch Wärmepumpen. Während Wärmepumpen im Winter die Wärme der Umgebung aus Erde, Wasser oder Luft nutzen, um das Wasser im Heizkreislauf zu erwärmen, nutzen sie im Sommer die Kälte des Erdreichs oder des Grundwassers, um kühles Wasser durch die Heizrohre zu pumpen. Eine Luftwärmepumpe kann für den passiven Betrieb nicht genutzt werden, da die Umgebungsluft zu warm ist. Eine gute Maßnahme ist ein außenliegender Sonnenschutz in Form von Jalousien, Rollläden oder Fensterläden. Auch sollten die Dachüberstände so geplant sein, dass die flach einstrahlende Wintersonne einfallen kann, die steile Sommersonne jedoch abgeschirmt wird. Greifen solche Maßnahmen wie Abschattung und natürliche Lüftung nicht, denken viele an die Anschaffung eines Klimagerätes. So wie bei vielen Elektrogeräten muss auch der Energieverbrauch von Klimageräten gekennzeichnet werden. Am besten, Sie wählen ein Gerät der Energieeffizienzklasse A. Diese Sendung widmete Ihnen die BIWAG Unternehmensgruppe.